So, nur die Methode Calculate Sum, wenn wir dann eine neue Methode schreiben, die als Werte von Grad Celsius an Fahrenheit umrechnet. Voilà. Ich habe ja schon ein kleines Detail gemerkt, dass man nicht so sehr tippt. Nicht aufpasst. Weil okay. Wir wollen dann eine Methode, das bei Summe, ja. Und dann will ich die amerikanisch oder englisch Public Void, wir werden schon die Nummer printen. Print Temp. Rum von einem Startwert. Ja, das will ich aber mit Temperaturen ohne Komma zählen. Wenn ich mit Komma zu spielen. Ja, Double. B Start bis ein Double B End. Das ist am Sommer zum Beispiel zwischen 30 und 20 Grad. Ja, fängt mit der wärmste Runde, gehe voilà. Hoch auf die. Da kann ich angewiesen, wie sie dann zum Beispiel an amerikanischen Fahrenheit, Grad Fahrenheit da sind. Ja. Das ist rum. Wir machen einen ganz banalen Schleif. Das ist while. Das müsst ihr nur lösen, was wissen, Alex. Okay, das haben wir kapiert. Soweit sind wir. Und ich will, wie gesagt, meine Variable i, die muss bei mir Start aufhängen. Mhm. Ich habe sie festgelöst. Wie weit? Ah, du hast die Deklaration von i festgelöst. Was fehlt? Was hast du noch nicht gemacht? Bei schon i nicht deklariert. Okay. Kann ich den nochmal deklarieren, wie wir ein bisschen gesehen hatten? Weil nicht mit dem Int, weil für das du mit P Start fährst, musst du bei einem Double holen, sonst gibt es einen Fehler. Das ist nicht ganz gewünscht, ich möchte nicht oft, aber ich kann aber eine Zählvariable auch mit Double definieren. Ich möchte nicht oft. Ich habe aber schon ein I hier öffnen. Steht den dann nicht? Wir sind hier an einer anderen Methode. Das ist dieser Block, als den I an dem Block nehmen gültig. Der Lütte, die I hat nicht mit dem Block nicht zu tun. Den heutigen I als nehmen an diesem Block gültig, nicht mit dem heutigen erst. Genau, das noch ein Klang als Wiederholung. Gut. Ja. Und dann, okay, Kondition kennen wir auch schon, für abzuhalten, das ist der Schlusswert. Ja, das geht also an dieser Philosophie, also der P-Startwert mir groß, wie der P-N-Wert. Ne? Voilà. Und da gehen wir dann, naja, ja, I als Lo eben muss ich umgedreht denken, ja. I richtig. Muss Lo mir groß wie P-N, ja, für das es funktioniert. Hast du vor, mir groß oder mir klein? Gleich. Mir groß oder mir groß gleich? Ja, war ich gut froh. Wenn wir den P-N... Aber da muss mir groß oder mir klein sein, da muss man ein bisschen überlegen. Er fängt bei 30 Grad. 30 Grad, dann muss mir groß wie 20, also mir groß wie. Aha. Wollen wir den 20 noch dabei haben oder nicht? Ja. Okay, dann machen wir den nicht gleich stehen. Das heißt, muss ich aufpassen, wenn wir hier raufzählen, das ist das, was wir wollen, dann lass halt den Zeichen effektiv anders stehen. Da muss ich einfach immer drum denken. Ja. Voilà. Ich will aber auch zählen, ich muss ja raufzählen. Ja. Das heißt, das kann man. I raufzählen, das geht aus dem Minus, genau. Aber, aha, da könnte ich es ein bisschen anders. Ich will nicht all Graden. Nee. Ich will alle Zehntelgrad. Ich will nicht 30, 29, 28. Nee, ja, ich will 30, 29, 29, 28. Das ist ein bisschen mehr. Okay, dann haben wir da Zehntelgrad. Ne? Voilà. Na ja, und Zehntelgrad, dann gebe ich so ein I als I minus 0,1. 0,1, ganz genau. Ja. Das ist auch nicht ganz gewünscht. Meistens machen wir hier nochmal ganz zwölf. Mit das Kind, den du euch seht, dass das verboten ist. Okay? Das ist auch dann, was ich kann. Ja. Ich muss aber etwas machen, als ich schleife. Ich kann einfach als Schleife an der Luft stehen lassen. Ich muss etwas machen. Ich will hier Grad Celsius und Grad Fahrenheit okay, printen. Okay, das ist die Formel, die wir haben, die wir kennen. Ja? Also du würdest für dich schreiben, dass ein Satz. Ja, okay. Ich meine, sie direkt dahinter, print allein. Okay. Ich will das ein bisschen formatieren. Das ist schon den I. Ja, für dich den Wert und dann das Resultat. Voilà. Al Grad Celsius und dann will ich die Rechnung machen und dann auch Grad Fahrenheit dahin schreiben, dass ich noch weiß, um was es geht. Und hier könnt dann meine Konversionsrechnung. Boah, die Formel ist nicht ganz, ganz, ganz schwer, wenn ihr sie kennt. Das ist einfach dann der Grad Celsius, wo man die gespeichert am I und den das multipliziert mal 9/5. Moment. Da tut der Givi immer eint. Geht das immer eint? Das ist froh. Abgepasst? Ja, muss gut aufpassen. Hey, guck, da tut er getrennt. Er guckt, das getrennt. Ein ganz 12, 5 ist ein ganz 12. Geht durch ein ganz 12. Antwort, ein ganz 12. Aber, abgepasst, mir neue Produkt.
Du hast schon multipliziert. Das heißt, ein Double könnte ich das Produkt hier. Das heißt, du möchtest dann für dich den E-Mol nehmen. Ich hatte den Mol schon einmal gesehen, ja. Ganz genau. Das ist ein von den Sachen, wo ich nicht gut aufpassen. Naja, wenn du statt dem Mol plus 4 wird es aber schon mal ganz anders. Das wird ganz, ganz anders. Ja, da hast du immer in der Bayer gedreht. Ganz genau. Ah, okay, gut. Hier haben wir durch Klick das Produkt für dich gerechnet und dann die Division dabei. Das heißt, das geht automatisch ein Double. Ich meine nicht, wir wollen nicht falsch, wenn du 5.0 oder 9.0 das wieder schreiben. Nein, das ist nicht nötig, weil den I schon ein Double ist. Wenn ihn aber ein Dut wird, ja. Kein Problem. Ja, wenn alles direkt doubles, aber hier selber nicht nein, kein Null. Wir müssten dann automatisch. Okay, mit dem musst du das vorstellen. Ja. Sobald eine Division, du hast ganz genau, du hast die richtige Reflex. Ja. Sobald eine Division, du hast, muss sie sich weil das geht so systematisch schief. Aber das hat er doch spät gesehen, wenn die Formel nicht funktioniert. Ja. Voilà. Das ist theoretisch schon statt kompilieren. Kein Fehler. Da muss man den noch rumtesten, weil sonst kann man nicht wissen, ob geht oder nicht. Ja, nicht, dass man ein Endlosschleif gebastelt hat. Ja. Ganz genau, das an beiden Aufzählen geschieht das ganz sehr. Geschieht das sehr, weil er umgedreht, logisch, hat ihn alle Zusachen umgedreht, das schon geht es nicht mehr, ja. Und dann, der Print Temperature. Wie gesagt, wir wollen es kurz aufpassen, die richtige Schreien falsch, weil sonst geht das ganz nicht. Ja, 20. 20. Und dann müssen wir hier innen Zähre printen. Ja. Voilà. Hat gesagt, Moment. Gehen wir bei 30 Grad, sind 86 Fahrenheit. Ja, das kann ich. 29. Ist der Marisona war 90 Grad, das war schon richtig heiß. Voilà. Das kann ich gut kommen. Ja. Problem ist, wenn der heute gut guckt, leider, Doubles sind nicht so schön, wie in das Gewinn das, weil du möchtest 7, Ja, das ist ein Phänomen, ich menge das sprengen, wenn man den Kader für das erklären wird, dass du sein Krummzoll durchsteht. Ne? Und heute sieht er bei 20,09, schreibt dann, aber er möchte mal den 20 nehmen. Okay. Das ist auch ein Rundungsfehler, den wir hier haben. Ja, das ist ganz speziell. Ja. Da können wir nicht viel machen. Nein, das ist leider nicht immer schön proper mit Zinktel. Ja. Voilà. Dafür wollte ich nur wissen, dass du ein hast, was ein kleiner Fehler möchte. Mir das ist egal, der Prinzip ist aber richtig. Der Prinzip ist korrekt, genau. Und den ein bisschen klein. Okay, genau. Von unserer Präzision ist das schon okay. Voilà. Und dann ist ein Algorithmus. Nur für darüber hinzuweisen, es muss nicht immer mit ganz Zwölle fahren. Die meisten Schleifen sind aber mit ganz Zwölle. Weil den dann noch kennt man, was verschiedene Leute dann meinen in dem Fall, sie rechnen dann von 300 bis 20 bis 200 und dann delen die Rechnungen durch 10. Das kannst du 10 delen, das ist clever. Das ist viel mehr genau hier nur für heute Rechnungen zu machen. Ah ja, okay, bon, das musst du natürlich wissen, dass das speziell ist. Das sind so kleine Tricker, die haben nicht unbedingt an der Angabe dann klar sind. Naja, oder sie schaffen die überhaupt nicht mit Kommazuellen. Und eliminieren wir komplett, aber bon. Heinz, du kannst nicht allein kommen, da muss ich nicht auch können, mal zu sehr vor. Auch wenn das nicht gewinnt das.